Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit David und Tim. David, komm mal kurz, bitte, um den Boden zu bewerten, weil ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es könnte vielleicht ganz geil aussehen, aber ich finde es zu dunkel. Alter, wie lange ich laufen muss, um aus dem Keller zu kommen mittlerweile. Vor allem, wie weit der Weg ist von eurem Haus zu meinem... Nein, dann leckt es ja mit der Aufnahme. Nein, ich muss jetzt auch noch zu dem Turm rennen. Oh. Ja eben, das dauert voll ewig. Nein! Das ist der Nein. weiteste Weg außer bis zum Dschungel. Scheiße. Das ist wir hätten da ein Haus auf der Kirche gebaut. Was? Das Wolle und so ein Holzding auf der Kirche. Da wohnt Julian auch. Julian hat ganz viel. Aber wie kommt jetzt mal da raufgekommen? Nee, ich glaube, das war Lennart oder so. Oder Niklas. Ich hole mal kurz. Ist immer aufgefallen, dass immer wenn Niklas da ist, richtig viel Scheiße gebracht wird. Ja, ich weiß, dann entsteht immer Krieg, aber das finde ich auch voll lustig, weil es nicht so oft ist. Das soll mal raus. Ja, aber ich habe jetzt meine Sachen immer noch nicht, weil Niklas ist hier. Meine Dia-Hose, die enchanted ist, und mein Dia-Schwert. Der Rest ist nicht so schlimm. Was war denn auf dem Schwert drauf? Irgendwas, ich glaube, Rückstoß oder so. Und Schärfe. Ja, nicht schlecht. Aua. Genau, ich wollte Enderperlen holen, damit ich mich schneller fortbewegen kann. Aber sollst du auch machen, falls du von deinem Haus, beziehungsweise von eurem Haus. Schon fast da. Okay, ich werfe mich kurz zu meinem Turm wieder hoch. Ich bin gerade im Lager, warte ich. Oh, es geht. Ich finde, es geht eigentlich. Ein bisschen dauert es auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich mich gerade teleportiert. Scheiße. Wir können ja mal so eine Festung abbauen oder so. Oh mein Gott, David. Au! Hinter dir. Ich habe mich gerade hier oben auf die Mauer tapet. Okay. Bist du? Wir müssen rein theoretisch mal. Ja, ich bin schon wieder du? Gegangen. Hast du es doch schon wieder. Ja. Den Boden? Ja, ich finde es gut. Sieht's gut aus. Es sieht gut aus. Also mit dem würdest du den Boden also im ganzen Stockwerk machen? Ja. Okay. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen zu dunkel aus. Weil es ist ein Magierturm, aber. Magierturm. Ja, aber. Ja, okay, doch. Dann brauche ich aber mehr davon. Ist doch kein. Das ist doch nicht Hexe. Wie hieß das? Oder sowas wie Lilifee. Hexe Lilifee! Keine Ahnung, wie das hieß. Ich glaube, es hieß Hexe Lilifee. Oder Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg! Die kleine Hexe! Kleine Nutte. Irgendwas mit Kartoffelbrei. Das hieß der Besen. Ja, ich weiß. Wer Besen Kartoffelbrei, so gut. Ja, ich nehme meinen Besen jetzt Kartoffelbrei. Ich schmiere jetzt mit meinem Kartoffelbrei den Kartoffelbrei weg. Alter, ja, ich nenne meinen Besen jetzt komplett. Ich nenne meinen. Junge, guck dir Döllo an. Apfelmus. Hey, Apfelmus. Guck dir das Bild an, was Döllo geschickt hat. Hä, was für ein Bild? Bei WhatsApp. Kenn ich nicht. Aber man braucht, Alter, es braucht voll viel Kohle, so ein. Hä, wie macht man denn nochmal Zäune? Wie macht man Zäune? Hab ich doch gesagt. Junge, doch nicht! Das verkostet jetzt richtig viel Holz, Zäune zu machen. Warte mal kurz. Du machst es genau andersrum als wie bei einem Tor. Zauntor. Aber Nether Bricks kosten richtig viel Kohle. Ich weiß. Warum gibt's keine Smelt-Spitzhacke? Wie mit, das ist ja geil, so eine Verzauberung. Ja. Smelting. Mit Dingens, wie ist es? Hey. Tinkers Construct. Hey, wie macht man denn jetzt Zäune? Genau andersrum, wie man Zauntore macht. Alter. Kosten ja jetzt richtig viel, ich weiß. So. Genau. Ja, ich hab's. Ich muss jetzt tschüss sagen. Oh. Folge geht noch 10 Minuten machen, darf ich alleine, ne? Ja. Okay, ciao Team. Tschüss. Also nennen wir den Kanal jetzt so. Fragezeichen. Okay, Tim kann nicht mehr reagieren. Cool. Er ist einfach beschossen. Okay, das heißt jetzt so Flashlight Gamers. Oder Gamer. Habt ihr den Kanal schon erstellt? Oder? Nein. Okay. Man kann ihn ja auch theoretisch in den Raum benennen, deswegen. Ja, ich weiß. Ich hätte mal Glas holen sollen. Mann, ich muss immer wieder ins Lager zurück. Obwohl, ich brauche auf jeden Fall einen Balkon in der zweiten Etage, der auf die Wüste zeigt, weil er sieht voll geil aus. Okay. Ich mache einfach eine provisorische Treppe hier. Ich mache gerade was voll Episches. Und zwar? Stone Farm. Voll krass.
das wohl gut aussieht oder bräuchte ich da noch einen Block zwischen? Und ich brauche sehr viel Glowstone. Okay. Interesting auf jeden Fall. Okay. Es wäre richtig geil, wenn man Redstone auf halbe Slabs, also Slabs legen könnte, wenn die auf dem, wenn die auf der Hälfte sind. Ne? Ja, das wäre schon cool. Aber irgendwie müsste man dann richtig viel umändern in Minecraft, deswegen. Ah, nee, da muss auf jeden Fall noch ein Block zwischen, dann sieht das richtig behindert aus. Aber es wäre geil. Weil dann könntest du so richtig geile Redstone-Schaltungen bauen, das die richtig versteckt sind. Das ist ein bisschen zu tief sogar noch. Oder schau mal, du könntest Redstone in Blöcke reinpressen mit irgendeinem Tool. Boah. Wie cool. Also reinbohren, ja? Also die Höhe von den Stonebricks und so ist okay. Also die Etage selbst sieht gut aus, ne? Aber wenn ich da jetzt die Stonebricks direkt, also die Stonebricks nochmal direkt auf die Treppen aufsetzen würde, würde das zu gequetscht aussehen, oder? Ja, dann mach das weg. Nee, ich lasse die Stonebricks auf jeden Fall da. Oder ich gehe jetzt eins auseinander, oder soll ich lieber eins zusammengehen? Wo soll ich das wissen? Ich sehe das doch gerade gar nicht und ich werde jetzt nicht wieder zu dir rennen. Nee, musst du nicht. Eins auseinander oder eins zusammen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eins auseinander. Wo kommt der Creeper her? Slabs. Hab ich keine Slabs verändern? Ich hab keine Slabs mehr. Okay. Da jetzt so. Da jetzt so. Gucken, ob es gut aussieht, wenn ich eins auseinander gehe. Ich muss mal gerade überlegen. Müsste ich aber. Egal. So. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich gleich was aufnehmen oder so. So ein Singleplayer-Projekt. Was denn? Weiß ich noch nicht. Okay. Achso, ich war richtig Spiel. Spore! Oh ne, hör auf. Hab ich jetzt überhaupt grad. Ne. So. Bricks. Kann ich Sprung schaffen? 1, 2, 3, 4. Schaffbar. Wow. Irgendein Spiel, was ich auch schaffe, also Lust habend, durchzuspielen. Mit Emotionen bekommen, zurück zu Spore. Wo ich Bock hätte, auch das aufzunehmen, deshalb. Alter, wie viel Stone ich habe mittlerweile. Oh, eine Schaufel. Oder vielleicht was mit dir aufnehmen. Ja, ich würde mal. Minecraft PvP, aber ich muss so oder so gleich noch weg, weil wir gerade Besuch bekommen haben. Ja, okay, aber ich würde auf jeden Fall mitmachen, wenn du möchtest. Ja, cool. Kein Problem. Attack of the B-Team. Weil wir ja alle wissen, wie du das liebst. Boah, also mittlerweile jetzt, wo zum Beispiel Galaxy ja da, das wahrscheinlich ist das mittlerweile schon beendet, wo die Folge rauskommt, fand ich das jetzt ganz cool, aber am Anfang fand ich das zu unübersichtlich. Ja, du musst da erst so oder so erstmal reinkommen. Mhm. Du musst da eigentlich bei allen. Und vor allem ja, ich finde bei Ticket Light ist es. Du wolltest ja eigentlich alle aus dem Technik-Launcher spielen, ne? Ja, wollte ich mal machen, ja. Aus dem alten. Aber damals gab es auch noch nicht so viele, also musst du dazu sagen. Ja, ich weiß. Also eigentlich wolltest du das machen, Julian. Das stimmt, aber damals hatte ich auch noch nicht so viele Projekte laufen. Da war Minecraft, also Let's Play Minecraft auch noch weit entfernt, weil mit Multiplayer und so ging ja. Also hatte ich damals noch keine Möglichkeiten, deswegen. Hatte ich das mal so gesagt, aber. Es war nicht wirklich realistisch. Aber wir müssen wirklich mal wieder dieses Mod-Let's Play, dass wir das machen. Irgendwann das mal. Das stimmt. Müssen wir eigentlich. Du musst machen. Das können wir auf unserem Kanal dann machen. So. Das stimmt, da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Wenn du möchtest. Ja, da muss ich aber erstmal einen Server erstmal ran. Und so ein Kram. Und das muss ich dann erstmal nachdenken, warum welches Modell. Au! Ja. Ich würde, glaube ich, bei allen mitmachen, wenn ich nicht aufnehmen muss. Aber ich möchte keinen Modpack aufnehmen, wo ich weiß, dass ich da nicht so viel Bock drauf habe. Weißt du? Also mitmachen würde ich auf jeden Fall, auch bei Modpacks, wo ich nicht so viel Bock drauf habe. Aber ich würde sich selbst auch für meinen Kanal aufnehmen, weißt du? Mhm. Alter, Julian, wärst du mal so nett? Kommst mal. Du siehst richtig, wo die Schaffarm ist. Ich muss eh gleich ins Lager. Okay, jetzt muss ich mich so teleportieren, dass ich nicht mit 27 Leveln sterbe.
27 Level, ich hab 9. Alter, wie viel Damage macht denn die Enderperle? Also du siehst, wo die... Wir müssen den Berg aufschütten, das stimmt schon. Warte, jetzt kommt der weite, jetzt kommt der richtig weite Wurf. 25 Grad, 45 Grad und hui! Ich glaube, das ist der weiteste Weg, den man machen kann. Okay, nochmal. Ich hoffe, das sind 45 Grad. Hui! Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen flacher werfen. Ja, flacher werfen. Ich glaube, das geht nicht weiter. Okay. Ich bin jetzt schon bei euren Brunnen. Du musst einfach nur hinter das Haus kommen. Ja, ich komme. Hühnchen! Ratenhühnchen. Ist schon welches da? Was? Nee, nee, ich hab, wir hatten ja richtig viele, tote Hühnchen. Deswegen habe ich die allgemein gebraten. So. Wo musst du dort? Siehst du meinen Namen? Nein. Ich sehe deinen aber gerade da. Ah ja! Scheiße. Also man sieht, wo die Alter, Schaf- nur drei Herzen. Man sieht, wo die Schaffarm ist. Hm? Cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier kommen dann alle Farben hin von den Schafen. Okay. Was brauchte ich eigentlich heute nochmal? Ich brauchte gerade Holz, Glas. Was brauchte ich? Ich brauchte irgendwas aus dem Lager. Das könnt ihr auf jeden Fall brauchen. Habt ihr Glas? Nein. Ja, das habe ich mir tatsächlich gegeben. Okay. Nein, wir haben kein Glas. Achso. Ich brauchte Erde. Hast du ein bisschen Erde? Nein, ich habe keine Erde. Ein halbes Stack oder so. Guck mal in die Kiste. Ich habe keine Erde. Guck mal, ich habe auch gar keinen Stone mehr. Wir sind out of Stone. Nimm mal ein halbes Stack. Dankeschön. Obwohl, ein bisschen mehr fürs Baugerüst vielleicht. Ja. So, dann muss ich mich jetzt zurück teleportieren. Slash TP Shadow Let's Play. Nein. Ah! Wer hat dir das Intro gemacht? Jemand, der keine Intros mehr macht. Also derjenige kostet jetzt, glaube ich, 5 Euro. Okay. Intro. Früher konnte man spenden, wenn man wollte. Und ich hab. Das war richtig cool, ne? Man konnte spenden, wenn man wollte. Dann habe ich ein Intro geschrieben. Einen Tag später hat er dann kostenpflichtig gemacht, weil keiner gespendet hat. Okay. Deswegen hatte ich noch ein freies Intro bekommen. Das ist hier so Glück, auch wie mit deinem, hier mit. Nicht, ist die Decke schon? Nein, mit, Photoshop. Warum? Da hattest du auch noch Glück, du hattest es auch irgendwie kostenlos gekriegt. Meinst mein Videopad-Bearbeitungsprogramm, oder? Nicht das. Nicht das? Photoshop. Photoshop? Kann man sich bei kostenlos kriegen? Ach stimmt, der Golfi hat heute auch Probleme damit gehabt. Der braucht es nämlich auch. Der kriegt es auch nicht hin. Ja, ja, ich würde es auch gerne haben, aber ich krieg's auch nicht hin. Das kostet immer was. Steht da. Man muss immer so einen Code eingeben für eine... Ja, ja, einen Code eingeben, aber auf der Seite stand da sind kein kostenlose Nein. Code bei mir. Ja, bei dir. Siehst du, du hast immer so Glück. Ja, ich hab Glück. Okay. Okay, da muss ich jetzt dann jetzt so. Genau. Sag nicht, es wird gerade Nacht. Scheiße, ich bin am Arsch. Es wird Nacht. Soll ich schlafen? Oder was? Was? Nein, aber ich baue gerade bei einer richtig offenen Fläche. Da kommen keine Mobs rein. Achso, da müssen jetzt auch Slabs hin, stimmt. Das macht Sinn. Mehr Slabs. Aber ganz viele Slabs, so. Wenn man immer wieder auseinander und wieder zusammen geht, muss das... Nein, meine Axt ist kaputt. Das ist jetzt doof. Ich hoffe, ich muss das nicht noch länger machen. Hoffe ich für dich auch. Wie schlimm wäre es denn auf einer Skala von 1 bis 10, wenn es nochmal machen müsstest? Noch weitermachen müsstest? Ja, geht. Weil, ist ein bisschen nervig. Ich muss gerade gucken, wie viel Platz die Schafe kriegen. Wie viele Farben gibt es? Ich glaube. Also, es gibt halt sicher richtig viele Abstufungen. Zum Beispiel ja, schwarz und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich glaube so 15 oder 16 Stück bestimmt. 16? Ich glaube. Also wenn du wirklich grau und sonst was auch und hellgrau und ja, so. Ja, wollte ich ja machen. Okay, dann glaube ich schon. Nicht so richtig, okay. So. Sieht das gut aus? Es ist immer noch kein einziges, aber das erste Huhn ist gekommen, geil. Wie viele Eier hast du bei dir schon in deiner Eierfarm? Frage.
Ich weiß es nicht. Weil bei mir ist gerade das erste Ei gekommen bei meiner Bratmaschine. Und ich habe viel weniger Hühner als du. Ich habe auch später gebaut als du. Das heißt, du musst ja jetzt schon eigentlich Eier haben. Die Folge ist vorbei, David. Achso. Dann würde ich sagen, was für eine Aufnahme. Let's Play Minecraft. Yay. Nächstes Mal geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann gibt es auch eine positive Wertung da. Lasst auch eine positive Wertung da, wenn ich ein negativ sagte, warum. Und tschüss. Tschüss.